Keldabe, Mandalore. Fei blieb unnachgiebig, oder zumindest blieb Paya unnachgiebig, und er folgte ihr. Wir sind nur hier, damit du Keldabe kennenlernst, okay? Paya hielt ihn am Ellbogen und wirkte eher wie eine besitzergreifende Ehefrau, als jemand, der einen gehbehinderten Mann stützt. Ein Ausflug in die große Stadt, weiter nichts. Du schuldest ihm gar nichts. Keldabe war nicht gerade groß. Auf Fei wirkte es dennoch überwältigend, aber er dachte daran, sich an sein Datapad zu halten, um sich zurechtzufinden. Die mandalorianische Hauptstadt bestand aus einer Ansammlung von Gebäuden aus Stein, Holz, Plastoid und Turastahl, die sich wie hartnäckige Pilze an eine Felsnase klammerten. Unterhalb der Granitklippe beschäftigte sich der Fluss Keleta damit, eine Schlucht ins Gestein zu fressen. Der Ort wirkte gleichwohl verlottert, majestätisch, trotzig und einladend. So hätten die tieferen Ebenen Coruscants ausgesehen, hätte man sie in die Höhle gehoben, zu einem stadtförmigen Klumpen zusammengebündelt und in irgendeiner unberührten Landschaft abgeladen. Fei war sofort verliebt. Die Sonne schimmerte auf den Türmen der Mandal Motors Fabrik, einem Orientierungspunkt, den Piloten bei ihrem Anflug auf die Landebahn nutzten. Die Luft roch nach Baumharz, eine köstliche, hölzerne Süße, die ihm auf der Zunge zerrann. Oh, herrlich, freute sich Fei. Herrlich. Ein Dreckloch, Paya führte ihn. Der Chef der Galaxis, aber er gehört uns. Sie gingen über eine der Brücken hinein ins Herz der Stadt. Gassen schlängelten sich auf so ungleichmäßige und verschrobene Art und Weise zwischen den Gebäuden entlang, dass klar wurde, weshalb der Ausdruck mandalorianische Stadtplanung nicht existierte. Es repräsentierte alles, was Coruscant nicht war. Hat er einen Palast? Fragte Fei. Caesar ist nur ein niederer Clanführer, wenn überhaupt. Nicht mal Mandalores haben heutzutage einen Palast. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es je so war. Wohin gehen wir dann? Ins Tabkaf. Warum ein Tabkaf? Bequemlichkeit. Paya hielt an, um in ein Schaufenster zu sehen. Es war voller Werkzeuge und Maschinenteile, die sie auf jene Weise betrachtete, die Fei bei den weiblichen Coruscanti gesehen hatte, wenn diese vor Modegeschäften standen. Jeder kennt das Oyubat. Es steht hier schon seit Candorous Ordo noch ein Funke, dem Auge seiner Mutter war. Und es schließt nicht, nie. Es heißt, der Eintopf über dem Feuer würde seit tausenden Jahren vor sich hin köcheln. Und die Köche würden nichts weiter tun, als tagtäglich mehr Fleisch und Gemüse reinzuwerfen. Bäh! Fei schüttelte sich. Hoffentlich waschen die sich die Hände. Die mandalorianische Formlosigkeit faszinierte Fei. Er war mit militärischer Präzision erzogen worden, bei der es für alles einen Ort und eine Vorschrift gab. In diesem hierarchiefreien Mach-wie-du-willst-Chaos lag jedoch ein kraftvolles Gefühl sozialer Zweckmäßigkeit, die von jetzt an gleich ein respekteinflößender Armee hervorbringen konnte. Er nahm seinen Helm ab, um die Brise auf seinem Gesicht zu spüren, und ein Passant blieb stehen, um ihn anzusehen. »Ich bin hinreißend«, sagte Fei. »Siehst du?« Paya kicherte. »Badan wird mit deinen Fortschritten zufrieden sein. Du solltest dich hören.« »Ja, aber ich könnte mich einmal von Irelan HQ abseilen, 200 Liegestütze vorm Frühstück hinlegen und auf 1000 Meter ein bewegliches Ziel ausschalten. Ich war etwas Besonderes. Ich war der Beste. Hier trifft er uns.« »Warum nicht? Wir brauchen nur 2 Minuten, um Caesar zu erklären, wohin er sich seine blöde Idee stecken kann. Dann decken wir uns mit ein paar Vorräten ein und dann geht's ab nach Hause, damit Badan die Heilnummer abziehen kann.« Fei zählte die Tage zwischen Yusiks Besuchen. Er freute sich nicht nur, einen lieben Freund zu sehen, eine kostbare Verbindung zu seinem früheren Leben. Die Heilsitzungen boten darüber hinaus auch die Aussicht auf eine weitere Besserung. Er spürte, wie die Kraft wieder in ihn hineinsickerte, wie ein heißes Essen nach einer eiskalten Patrouille. Yusik schien hinterher jedoch immer sehr müde zu sein. Es war, als würde er sich auslaugen. Fei wünschte, er könne verstehen, wie die Jedi die Aktivität der Zellen auf diese Weise nutzten. »Ich hab's gefunden«, sagte Fei triumphierend. Das Oyubat war eine weitläufige Kantine mit allerlei Fenstern, die nicht so aussahen, als wüsste der Erbauer, was eine senkrechte Linie oder eine waagerechte war. Es wirkte wie eine Ansammlung mehrerer Häuser, die über die Jahrhunderte zusammengewachsen waren. Fei richtete sich zu voller Größe auf und trat durch die Türen hinein in einen unwiderstehlichen Dunst aus Holzfeuer, Ale und köstlichen Essensdüften. Neben dem knisternden Feuer saß Caesar, die Stiefel auf einen Stuhl gelegt, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Er unterhielt sich mit 2 Männern in mittelgrünen Rüstungen, die Fei den Rücken zugewendet hatten.
Als Cesar Fay erblickte, setzte er sich gerade hin und machte ein ernstes Gesicht. »Ah, der verlorene Sohn und seine werte Dame«, grüßte er. »Was trinkt ihr?« »Wir bleiben nicht«, erwiderte Paya. »Wir treffen uns mit einem Freund.« Die zwei Männer, die mit Cesar zusammensaßen, drehten sich um, als Fay an den Tisch trat, und er fragte sich, weshalb er sie nicht schon in den Augenblick erkannt hatte, als er durch die Tür gekommen war. Allein ihre Hinterköpfe, identisch das gleiche kurzgeschnittene Haar, hätten ihn ins Bild setzen müssen. Sie waren Klone, genau wie er. Nein, nicht genau wie er. Es waren Arks. Einer von ihnen war Sul, ehemals A30, der Deserteur, den Omega auf Gavdikar verfolgt hatte, bevor Sergeant Aden ihn vom Planeten gekickt hatte. Beim anderen tippte Fay aufs Bar. »Ich sollte dir wohl danken«, sagte Sul, »denn dein Bruder hat die beiden Underground-Trooper platt gemacht, die mich umlegen sollten. Wir haben sie begraben, ihnen unseren Respekt gezollt. Sie haben nur getan, was man ihnen befohlen hat. Brachte da ganz schön aus der Fassung.« »Mods und Olun«, sagte Fay. Er war stolz darauf, sich an ihre Namen zu erinnern. Ein Detail, das er glaubte, vergessen zu haben. »Pff, juck dich eh nicht.« »Was ist denn los mit dir? Auf Gavdikar konntest du mit dem Quasseln gar nicht aufhören.« Paya fuhr nur selten jemanden an. Sie war herrlich furchteinflößend. »Ihm ist eine Bombe in der Fresse explodiert. Das ist mit ihm los, Chaka.« »Schon gut, sorry.« Cesar gab Sul einen Schubs. »Komm schon, lass den Mann in Ruhe. Spa, hol unseren Gästen ein paar Stühle.« Das war also Spa. Er war desertiert, lange bevor die große Armee Tipoca City überhaupt verlassen hatte. Fay wusste nicht genau, was er von ihm halten sollte. Er sah nicht fröhlich aus. »Wir lehnen ab, danke«, sagte Paya bestimmt. »Wenn ihr nicht mit mir trinken wollt, dann sage ich es Fay frei heraus«, erwiderte Cesar. »Mandalore braucht jemanden, der sich erhebt, als Fetts Erbe. Du hast Nein gesagt, Sul hat Nein gesagt und Spa hat Nein gesagt. Und ihr seid die einzigen drei Jungs, die ich im Moment fragen kann. Ist ein einfacher Job. Ihr müsst nur den Strohmann abgeben.« »Gibt's Altersvorsorge?«, fragte Fay. »Es geht nur darum, für die Aroetis den Schein zu wahren. Wir leben in Krisenzeiten und die Stelle war schon zu lange unbesetzt.« »Ich verstehe nicht, warum die Clans das nicht wie gehabt regeln«, murmelte Spa. »Entweder hat Mandalore einen echten Anführer oder halt nicht. Wenn man sich die Mühe macht, einen vorzutäuschen, kann man genauso gut in die Vollen gehen und einen richtigen auswählen.« »Der Name Fett schürt die Angst der Haran in den Aguitis.« Cesar besaß eine ernste Art, der sich Fay nur schwer entziehen konnte. Der oberflächliche Charme verblasste rasch und offenbarte einen Mann, der sich aufrichtig um seine Welt zu sorgen schien. »Was immer Django am Ende zugestoßen ist, er hat jede mit bloßen Händen umgebracht. So etwas vergessen die Leute nicht. Und wenn man die Clans zu lange sich selbst überlässt, naja, wir wollen doch nicht, dass sich eine neue Deathwatch bildet. Im Augenblick haben wir keinen eindeutigen Kandidaten für den Job.« Fay verstand nichts von mandalorianischer Politik, aber Paya schien sich auszukennen. Sie setzte sich nicht, stützte sich lediglich auf die Lehne von Fays Stuhl und behielt eine Hand auf seiner Schulter. »Warum springst du nicht ein, Fan?«, fragte sie. »Ich? Ach, ich bin bloß Gelegenheitsarbeiter«, antwortete er und hob abwehrend die Hände. Es wirkte nicht wie falsche Bescheidenheit. »Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein kleiner Fußsoldat. Wir brauchen heute mehr als ein paar Fäuste, die uns anführen.« »Wir brauchen jemanden, der die Clans zusammenhält. Und ich glaube, du wärst ziemlich gut darin.« Fay verstand eine Gesellschaft nicht, in der niemand die Macht ergriff, wenn sich ihm die Möglichkeit dazu bot. Vielleicht gab es nichts zu ergreifen, außer der wie auch immer gearteten Bürde, die dem Mandalore in den Schoß fiel. Er dachte intensiv nach, ob er das Angebot nicht selbst ablehnen sollte, anstatt Paya für sich sprechen zu lassen. Sie hatte recht, es war verrückt, auch wenn er Cesars Standpunkt verstehen konnte. »Also Fay, wirst du's tun?«, fragte ihn Cesar. Fay spürte, wie sich wieder Schweißperlen auf seiner Oberlippe bildeten. Er konnte Skirata in seinem Kopf hören, der ihn warnte, das eigene Wohl niemals außer Acht zu lassen. »Ich kann nicht gerade gehen, nicht richtig sprechen und außerdem hat Fett irgendwo einen echten Sohn. Tut mir leid, ich kann nicht.« Cesar lächelte betrübt. »Okay, man wird's ja versuchen dürfen.
Dann konzentriere dich darauf, wieder fit zu werden, Nervut. Mit mir brauchst du auch nicht zu rechnen, meinte Sul. Ich kämpfe, wenn du willst und wenn ich bezahlt werde, aber ich bleibe im Hintergrund. Meine früheren Arbeitgeber waren von meiner plötzlichen Kündigung nicht gerade begeistert. Alle sahen zu Spa und dieser zuckte die Schultern. Du kannst mich als Aushängeschild benutzen, Shisa, aber es wird nicht lange wirken und die Schulde fett absolut gar nichts. Und was ist mit Mandalore? Meinst du nicht, du schuldest es deinem eigenen Erbe? Was damit ist? Ich habe Fett nie den Quatsch abgekauft, von wegen der Republik dienen. Ich gehöre also nicht zur patriotischen Sorte. Er wandte sich zu Fei. Ich hab's dir gesagt, Nervut. Fett hat keinen Mottfurz auf irgendwas außer sich selbst gegeben. Er wurde bezahlt, damit er half, Kanonenfutter wie dich und mich am Fließband zu produzieren. Und sowas will Mandalore als Zeichen für seine Stärke. Na toll. Es war so tatsächlich Spa gewesen, der Fei auf dem Marktplatz von Enkeri angesprochen hatte. Fei fragte sich, ob sich der Arktuber wohl schuldig fühlte, weil er vor Kriegsausbruch desertiert war. Er schien nicht von der schuldbeladenen Sorte zu sein, aber irgendetwas an ihm roch nach Bedauern. Es geht also in Ordnung, sagte Shisa langsam, wenn ich die Geschichte in Umlauf bringe, dass du Fetts Sohn bist und dass Mandalore in Betracht zieht, dich seinen Platz einnehmen zu lassen. Spa setzte den für die Arks typischen Ausdruck der Verachtung auf, eine Braue hochgezogen, die Lippen aufeinander gepresst. Tja, in Ordnung. Solange du nicht drum erzählst, dass ich ein Deserteur bin, sonst habe ich auch eine Todesschwadron am Hals. Hey, danke, Kumpel. Shisa hob seinen Krug und sie schienen zu einer Übereinkunft gekommen zu sein. Mehr brauchen wir einstweilen vielleicht gar nicht. Pfeiffer stand immer noch nicht, weshalb Shisa nicht einsprang und die Rolle des Mandalos übernahm. Schließlich spielte er sie ohnehin schon ein gutes Stück weit. Paya nutzte die Gelegenheit, um Fei in ein ruhiges Eckchen der Kantine zu lotsen. Ich bin froh, dass die Sache vom Tisch ist. Du hast dich gut geschlagen, Kerika. Sie behielt die Tür im Auge und hielt nach Musik Ausschau. Du hast mehr als nur deine Pflicht getan. Es wird Zeit, ein bisschen egoistisch zu sein. Fei war nie gut darin gewesen, Nein zu sagen und es auch so zu meinen. Skirata hatte seinen Schwadronen beigebracht, daran zu glauben, dass sie alles erreichen konnten, weil sie die Besten waren. Solch tief verwurzelte Zuversicht war nur einen kleinen Schritt von dem Gefühl entfernt, jede noch so kleine Aufgabe angehen zu müssen, einfach nur, weil man es konnte. Jetzt drang Fei mit einem unbestimmten Schuldgefühl, das an ihm nagte und ihm sagte, er müsse doch nur herumsitzen, wie fett aussehen und Mandalore-Geräusche machen. Wäre sowieso keine gute Werbung gewesen, argumentierte er zu sich selbst. Mandalore, der Sabbernde. Paya quetschte seine Hand. Nicht. Witz. Solange es ein Witz ist. Für die Drehscheibe des Lebens in Kedabe war es im Oyubat sehr ruhig. Er hatte erwartet, hier wäre es voll von Clanführern, die Abkommen aushandelten und dieses furchtbare Brettspiel spielten, bei dem man in die Felder stechen musste. Aber vielleicht war es die falsche Tageszeit, um die lockere und chaotische Staatsführung Mandalores zu beobachten. Schließlich teilten sich die Türen und eine schlanke Gestalt in grüner Rüstung erschien. Yusik füllte die Rolle jetzt total aus, als wäre er nie ein Jedi gewesen, aber sein Lichtschwert hing noch immer an seinem Gürtel. Fei wusste, was die meisten Mandalorianer annahmen, wenn sie die Waffe sahen und weshalb sie dem Mann skeptische Blicke zuwarfen. Sie glaubten nicht, einen Jedi vor sich zu haben. Sie dachten, er würde es als Trophäe tragen. Damit hatte er sofort seinen Ruf weg. Er umschloss Feis Arm, dann Payas, so wie jeder Manduat es getan hätte, und nahm seinen Helm ab, unter dem kurze Haare und ein absolut glatt rasiertes Gesicht zum Vorschein kam. Fei hätte erwartet, dass ihn das etwas jünger aussehen ließ, aber es hatte den gegenteiligen Effekt. Wie fühlst du dich, Nervut? Yusik schenkte ihm ein breites Grinsen. Du siehst immer mehr nach deinem alten Ich aus. Müde, erwiderte Fei. Wäre schön, wieder zu Hause zu sein. Ich kann diesmal ein paar Tage bleiben. Von mir aus können wir gleich los. Und ich habe interessante Neuigkeiten für dich über, nun sagen wir, einen alten Freund. Paya stand auf und griff nach ihrem Helm. Ich muss noch bei Mandel Motors ein paar Teile holen. Dann können wir los.
Fei beschloss, Yusik die ganze Sache mit Chisa später zu erzählen. Doch er bemerkte, wie sich Yusik diskret in der Kantine umsah, so als würde er das Dekor bewundern. Und auch sein Gesicht schließlich ein Ausdruck, den Fei bei Einsätzen kennengelernt hatte. Yusik konnte etwas spüren. Sein Blick wanderte in die Richtung von Chisa und den beiden abtrünnigen Arks. Aha, machte Yusik. Wode? Spa und Sul, flüsterte Paya. Yusik nickte ernst. Gehen wir. Fei war so sehr daran gewöhnt, in Yusik jemanden zu sehen, der auf seiner Seite war. Völlig gleich, ob Jedi oder Mandoa, dass er nicht in Betracht gezogen hatte, wie die Leute hier reagieren würden, wenn sie herausfanden, dass er ein Machtnutzer war. Es hieß, die eigene Vergangenheit sei egal. Steckte man erst einmal in einer Beskar Garm, gehörte man zur Familie, Aliit. Fei fragte sich, ob dieser Schulderlass auf alle Neueinsteiger in die Mando-Lebensart zutraf. Doch dann drehte sich Sul langsam um. Vielleicht wollte er nur noch einmal nach Fei sehen, oder es war die generelle Vorsicht, die Django allen Arcs, die er ausgebildet hatte, anerzogen hatte. Was immer ihn aufschauen ließ, er schaute und er stand auf. Kenne ich dich? Fragte er. Im Oyubahat hielt sich jetzt nur noch eine Handvoll Gäste auf, und das war vielleicht auch besser so. Yusik erwiderte gelassen Suls Blick. Chisa und Spa taten so, als ginge es dir nichts an. Sag du's mir, antwortete Yusik. Sul ging langsam auf Yusik zu. Fei rückte instinktiv zwischen seinen Freund und den Ark, und auch Paya trat dazwischen. Es war nicht abzusehen, wie sich die Sache entwickeln würde. Der Ark musterte Yusik von Kopf bis Fuß und nickte wissend beim Anblick des Lichtschwertes. Hab dich noch nie persönlich getroffen, sagte Sul ruhig. Aber deine Stimme kenne ich von ein paar Kommitteilungen, nicht wahr? Ich habe keinen Streit mit dir, erwiderte Yusik. Wir sind hier nicht auf Coruscant und unterstehen jetzt auch nicht den Regeln der GIA. Wer hat die Untergrundjungs autorisiert, unsere eigenen Männer umzulegen, General? Jetzt hatten sie ein Publikum, wenn auch nur ein kleines. Fei sah zwei Männer in einer Ecke, die gespannt lauschten. Er hätte dem Ganzen sofort ein Ende setzen können, wäre er noch der alte Fei gewesen. Yusik übrigens auch. Fei hatte gesehen, wie er mit einer einfachen Geste schwere Türen zertrümmert hatte. Er konnte sich auf Arten verteidigen, die sie sich nicht einmal vorstellen konnten. Und ich bin jetzt auch kein General Sul. Yusik stand sehr still, sein Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt. Und denkst du ernsthaft, ich würde einem Klon Schaden zufügen? Ich denke, hob Sul an, dass deine heuchlerischen Zauberer jeden einzelnen von uns über die Klinge springen lassen würden, wenn es euren Zwecken dient. Hey, pass auf, was du sagst, ging Fall dazwischen. Das ist mein Wort, mit dem du da redest. Jetzt beschloss auch Spa, sich einzumischen. Er kam mit augenscheinlicher Lässigkeit darüber und stellte sich neben seinen Arkbruder. Probleme? Jedi. Sul spuckte das Wort förmlich aus, während seine Hand seinem Blaster viel zu nahe kam. Ein verdammter Jedi, rausgeputzt wie einer von uns. Die Hand war der Auslöser. Ein Teil von Feis Gehirn musste völlig reibungslos gearbeitet haben. Der Teil, der seine Fäuste mit seinem animalischen Instinkt verband, denn er ließ einen Panzerhandschuh mit voller Wucht Suls Kinn auffahren, sodass dieser mit Spa zusammenstieß. Geh von ihm weg, schnaubte Fei. Wenn du ihn berührst, schlitz ich dich auf. Paya und Yusik mussten ihn gemeinsam zurückhalten. Er wollte Sul in Stücke reißen und wusste nicht einmal, woher diese Wut kam. Er wusste nur, dass sie ihn lebendig auffraß und er nicht länger der liebe, lustige Fei war. Chisa war augenblicklich auf den Beinen und packte Sul am Kragen, um die drei Klone auseinanderzubringen. Fei war völlig leierhaft, wie er diesen Hieb in seinem Zustand überhaupt hatte anbringen können. Aber er hatte es getan und es schmerzte. Aber nicht. Sul blutete aus seiner Lippe. Ihr und euer jugendlicher Übermut. Ich weiß, ihr Jungs mögt Raufereien, sagte Chisa, seinen Arm fest um Suls Hals gelegt. Aber das regelt ihr besser bei ein oder zwei netten Schlings. Ganz gleich, wo euer Problem steckt. Verstanden? Komm schon, Fei. Paya schob ihn zur Tür. Das ist es nicht wert. Gehen wir. Der Wirt stützte sich auf den Tresen, hatte sein Kinn in eine Hand gelegt und sah zu, als würde er derlei Faustkämpfe jeden Tag sehen. Fei riss sich von Paya los. Du hältst dich von Vadika fern, warnte er und zeigte mit dem Finger auf Sul. Hast du mich verstanden? Wenn du auch nur einen Blick in seine Richtung wirfst, bist du tot.
Kaum war Fei hinaus in die kühle Luft getreten, war er verwirrt und schämte sich sofort. Vor seiner Verwundung hatte er nie derart die Beherrschung verloren. So kannte er sich gar nicht. Sein Herz hämmerte so stark, dass es schon fast wehtat, und er glaubte, überhaupt keine Kontrolle mehr über den animalischen Teil seines Ichs zu haben. Yusik nahm ihn am Arm und half Paya, ihn über den Platz zu führen, damit er sich bei der Brücke setzen konnte. »Tja«, sagte Yusik und balancierte seinen Helm auf seinem Knie. »Wie ich sehe, sind deine motorischen Fähigkeiten wieder ein Stück weiter. Der Redefluss kommt auch zurück.« »Tut mir leid, ich habe nur seine Hand gesehen, den Plaster.« »Kein Problem, danke.« Paya behielt weiterhin das Oyubahat im Auge, so als erwarte sie, die beiden Arks würden ihnen folgen. Sie tätschelte ihre geholzerte Pistole. »Sol reißt bloß seine Klappe auf. Raf sagt, außer großen Klappen und Kamas ist bei Arks nichts zu holen.« »Ich kann's ihm nicht verübeln«, meinte Yusik. »Er weiß, dass Arks nicht fröhlich in den Ruhestand gehen können, und es muss schwer sein, einem Jedi zu vertrauen, wenn man so benutzt worden ist wie sie.« »Wird dich hier jeder so behandeln?«, fragte Fei. Es ärgerte ihn nicht nur, es brachte ihn aus der Fassung. Yusik war sein Kumpel, sein Bruder. Er stand ihm so nah wie Ordo oder seine Brüder aus der Schwadron. Sie hatten einiges zusammen erlebt und auch viel abbekommen. Und als Fei ihn am meisten gebraucht hatte, war er da gewesen, ohne ein Wort darüber zu verlieren. »Wird dich hier jeder anspucken, weil du ein Jedi bist? Denn das ertrage ich nicht. Es ist nicht fair.« »Ach, die gewöhnen sich schon an mich.« Yusik nahm Fei scherzhaft in den Schwitzkasten und setzte ein Grinsen auf. Aber es war gespielt, das war Fei klar. »Außerdem ist es nur Sul. Arks sind doch alle bekloppt. Aden sagte, er hätte ihm das letzte Mal fast einen Kopfstoß verpassen müssen. Und hat er nicht da gebissen?« Fei dachte zurück an Gaftikar. Damen und Etten hatten Zul gefangen genommen, nachdem er desertiert war, und Zul hatte seine Zähne in Dars Hand versenkt. Eine ziemliche Sudelei. Ja, der hat jetzt kupurianische Tollwut. Na, da haben wir doch jetzt mal ein Wort, das du vor einem Monat noch nicht aussprechen konntest. Fei richtete sich auf und ging los. Ich denke, wir werden in 0, nichts wieder die alte Fei-Bandbreite erreichen, er wut. Komm schon, heimwärts. Yusik pfiff unmelodisch vor sich hin, seinen Helm in einer Hand, während die andere mit dem Griff seines Lichtschwertes spielte, und sah für alle Welt wie ein x-beliebiger, sorglos herumstolzierender Mando aus. Aber Fei wusste, dass er es hier schwer haben würde. Er war kein Korellianer oder ein Togorianer oder Angehöriger irgendeiner Spezies unter Tausenden, welche die Mandalorianer ohne zu murren akzeptiert hätten. Er hatte den Jedi angehört, mit denen die Mandoade schon immer auf Kriegsfuß standen. Noch waren es wenige, aber die Zahl verärgerter Klone, die den Jedi die Schuld an einer Vielzahl ihrer Leiden gaben, wuchs an. Es würde die traditionelle mandalorianische Toleranz auf die ultimative Probe stellen. Gen Vitin, die unberührten Schneefelder, die zu beschreiten ein jeder das Recht hatte, der seine Vergangenheit hinter sich gelassen hatte, um Mandalorianer zu werden. Fei hatte gelernt, Vorsicht walten zu lassen, keine Risiken eingehen, immer ein Auge offen halten. Er wusste, er würde für den Rest seines Lebens ein Auge auf Yusik haben müssen. Yusik hatte ihn wieder auf die Beine gebracht. Es war das Mindeste, das Fei für ihn tun konnte.